Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir waren in der letzten Folge beim Händler, beziehungsweise, was heißt beziehungsweise? Ja, wir waren beim Händler in der letzten Folge. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg in Richtung der Stripper-Zombies. Denn wir wollen ins Strip-Lokal. Wir haben beim Händler ordentlich Kohle gemacht. Oh, und die will ja auch ausgegeben werden. Und ja, es ist sowieso immer ein guter Trick. Man sollte keine Dollarscheine in das, in die Hose der Stripperin stecken. Denn da steckt man extrem viel rein und die Hose rutscht nicht. Wenn man allerdings Münzen nimmt, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dann funktioniert das Ganze. So, wir nehmen hier schnell noch den einen oder anderen Felsen mit, solange ich noch ein bisschen Ausdauer habe. Denn wir haben leider auch in der letzten Folge den Airdrop vergessen. Ja, ich habe mal wieder das Hirn ausgeschaltet, war im Zombie-Modus unterwegs und habe dann einfach mal konsequent den Airdrop ignoriert, weil ich mich irgendwie mal wieder verlabert habe. Ich hoffe, ich werde diesmal exakt geradeaus laufen zum Airdrop. Allerdings, wenn da natürlich jetzt Rezepte drin sind, die ich doppelt habe und mir Händler verkaufen würde können, beiße ich mir höchstpersönlich in den Arsch. Denn der Händler hatte einen Mining-Helm, allerdings für 2000 mehr, als wir hatten. Und deswegen haben wir uns jetzt schöne Armschienen gekauft, beziehungsweise Hand... Ah, oh, genau hinterm Hügel natürlich. Ah ja, klar. So, großartig, anschleichen ist nicht, aber die sind meistens mit einem Schuss... Boot. So, wir haben nämlich schon einen Hirsch in der letzten Folge auch zerlegt, deswegen das Fleisch, das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Eier kriegen wir sowieso durch die Vogelnester, allerdings Fleisch ist im Schneebiom zumindest ein bisschen arg Mangelware. Das darf ja wirklich voll den Bogen laufen. Wir waren letztendlich, ja, wir haben Tag 4, 16 Uhr. Wir waren eigentlich den ganzen Tag jetzt nur unterwegs zum Händler und zurück. Gut, plus Airdrop, ganz verschwendet war es dadurch nicht. Aber, boah, nächster Händlerbesuch vielleicht erst mit einem Minibike oder wenn ich genug Zeug zu verkaufen habe, dass ich weiß, dass ich mir einen Mining-Helm leisten kann. Denn mit einem Mining-Helm ist halt das Ganze für euch bei YouTube extrem angenehm. Großes Zeltlager können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Denn ihr seht einfach viel mehr in der Nacht. Nachtsichtgerät haben wir leider auch noch keins. Und das ist nicht, dass ich... Nee, Nachtsichtgerät haben wir auch noch keins. Was ist denn dieser Airdrop? Wie weit ist denn das noch? Oh, dann nehmen wir hier schnell das Zeltlager noch mit, dass wir wenigstens irgendwas gelootet haben. So, Zombie-Dame, mir bitte folgen. Einmal unauffällig. So, wir schauen mal. Ich hoffe, hier ist kein Feral. Hier sind ja auch gerne mal Feral-Zombies. Zeltlagern. Eigentlich, ja gut, eigentlich mehr in Militärlagern. Da liegt die Krankenschwester. So, die folgt mir langsam, aber sicher. Da ist noch eine Krank... Da ist... So. Nur Frauen. Frauenzeltlager. Schade, dass die alle tot sind. Irgendwie haben wir heute eine versaute Folge. VSK 18 Folge. Ein Frauencamp-Lager, aber leider nur Zombies. Schade, sonst wäre ich hier geblieben. So, solange wir Platz... Halt, da war nichts. Solange wir Platz haben, nehmen wir auch Stühle und alles andere mit. Und notfalls zerlege ich sie einfach. Ah, das wäre was zum Verkaufen gewesen. Hätte allerdings trotzdem nicht. Ah, da ist der Leiter des Camps. So wie es aussieht. Ja, besser Arm ab als Arm dran. Kann es sein, dass ich diesen Spruch ungefähr schon 10.000 Mal gebracht habe mittlerweile bei 7 Days to Die? Mir kommt es zumindest so vor. Oder ich denke es mir jedes Mal und verkneife es mir dann. Kann auch sein. So, wir haben Rucksack leer, Vogelnest leer. Gibt es denn hier noch... Ja, da ist noch so ein Ding. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel zerlegen. Kartoffel nehmen wir mit. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Kartoffelsamen habe bereits. Dann würde ich nämlich Kartoffeln anbauen wollen. Denn ich habe ja den Plan nach wie vor, wenn ich wieder zu Hause bin, oder vielmehr, wenn jetzt Nacht ist, also in dieser Folge eigentlich noch, wir werden eine Nachtfolge mit draus machen, möchte ich mir ein Beet anlegen, in dem ich dann eben Kartoffeln, Goldruten und Mais anpflanze. Dann kann ich mir mein eigenes Süppchen kochen. Bin ich mir hier auf die Gaben der Natur angewiesen. Oder auf irgendwelche Hirsche. So, aber der Airdrop ist relativ weit. Ich glaube, es lohnt sich dann wirklich, wenn ich mal außen rumlaufe und nicht wieder durchs Wasser zurückgehe.
finde allerdings, naja, ich glaube, es ist trotzdem so, dass wir nachts ankommen werden. So, Baumstämme immer schön durchsuchen, denn da sind sehr gerne mal, sag's noch, Nachtsichtgeräte drin. Sehr schön. Nachtsichtgerät. Ja, das macht das Ganze dann um einiges leichter. Ich hoffe, ich denke dran, das Ganze auch zu... Ach, scheiße, unsere Taschen sind voll. Ich hoffe, ich denke dran, das Ganze auch zu benutzen. Stoff raus, Kohle raus. Wasser raus, Stoff raus. Schauen wir mal. Nur Pläne. Wie cool ist das denn? Gut, Minibike wäre mir jetzt am liebsten gewesen, aber Maschinengewehr, AK und Raketenwerfer. Na? Ich habe doch hier einen Zombie gehört. Ich höre Stimmen. So, ein Militärrucksack. Keule und Jagdgewehr teilen. Ja, aber so nicht. Können wir notfalls wieder verkaufen. Die sind momentan noch im Level einfach zu low, dass ich die wirklich behalten würde. So, wir haben 33 Grad. Wir fangen schon wieder an zu überhitzen. Ja, wir nehmen jetzt hier schnell noch den einen oder anderen Felsen mit, auf jeden Fall. Damit sich die Ausflüge wenigstens halbwegs gelohnt hat und ich auch was habe, was ich in der Nacht einschmelzen kann. Denn ich verbringe ungern die Nacht einfach nur sinnlos. Wobei, mit Beetanlegen, allen drum und dran, ich glaube, wir sind relativ gut beschäftigt. Ja, und wir haben ja mittlerweile fast keine Ressourcensteine mehr, weil ich relativ alles abgefarmt habe, was irgendwie Umkreis bereits war. Deswegen hier den einen oder anderen mitnehmen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Haben wir denn noch irgendwas zum Zerlegen? Ne, haben wir nicht. Fleisch, 15 Stück überhin rausgeriegt aus 2 Rehen. Da ist ein Bär. Bär. Ich wollte sagen, der hat uns nicht gesehen. Bären finde ich anstrengend. Lass mich in Ruhe. Hab keine Lust, mit Bären zu spielen. Das Schöne ist natürlich auch wieder Zombie-Horde bei... Der Bär bringt halt Fleisch ohne Ende, aber den jetzt... Ich hätte ihn erlegt. Wäre, glaube ich, sogar relativ einfach gewesen. Wobei, ich will es nicht verschreien unbedingt. Aber wir haben noch keine Zeit. 18.29 Uhr und ich möchte eigentlich nicht in der Nacht hier zurücklaufen durch den Wald. Nachts im Wald ist sowieso schon gruselig. Nachts im Wald während der Zombie-Apokalypse ist mega gruselig. Und nachts im Wald während der Zombie-Apokalypse, während man einen Bären jagt, ist noch gruseliger. So, schön viele Federn auf jeden Fall. Um hier außen rum zu latschen, muss ich letztendlich, glaube ich, müssen einen größeren Bogen noch machen. Ja, hier lang. Markieren wir das Ganze schon mal, dass ich mich auch nicht verlaufe. Vergesst ja mal gern irgendwas. Hier, Airdrop. So, ja gut. Ja, wir müssen uns auf den schnellstmöglichen Rückweg machen, denn wenn ich hier noch 10.000 Vogelnester mitnehme, letztendlich. Das kostet nicht viel Zeit, aber ein bisschen Zeit. Was haben wir? Wir haben, Hitze. Wir haben Hitze. Wir haben keinen Platz für irgendwas zum Ablegen. 2 Grad, 2 Grad. Komm, zerleg das Ding hier. Wir müssen uns irgendwie ausziehen. Wir haben nur noch 21 Wasser. Und je höher meine Temperatur ist. Oh, sie steigt immer noch. Wir machen mal einen kurzen Abstecher ins Wasser, denn das haut letztendlich unsere Temperatur wieder runter. Und es ist bitter nötig, denn ich möchte hier nicht an irgendwie meine Wellness verlieren, indem meine Hydration so weit nach unten sinkt. Durchs Wasser schwimmen ganz werde ich jetzt allerdings trotzdem nicht. Sondern wir latschen hier einfach ein bisschen am Wasser entlang. Das müsste die Gradzahl, ja, lässt die Gradzahl wieder sinken und wir brauchen weniger Wasser. Und Vogelnester gibt es auch am Wasser. So, Athletic. Ja gut, durch die ganze Lauferei müssen wir wohl fitter werden. Okay, dann sind wir hier gleich außen rum. Wobei, schneller ging das jetzt auch nicht mit dem außen rumlatschen. Ich glaube, das nimmt sich relativ wenig. Schwimmen dürfte zum Händler zumindest. Wenn ich jetzt direkt zum Händler unterwegs bin, müsste schwimmen ein kleines bisschen schneller gehen. Vor allem, weil eben das Wasser so schön niedrig ist und noch, ich noch ein kleines Stückchen laufen kann sogar. Ich kann sogar hier laufen. Ah, nee, kein Vogel lässt.
Augen auf im Straßenverkehr. Was ist hier echt schön zeigt. Das ist, hat was. Haben wir Gläser dabei? Ja, haben wir. Machen wir doch gleich mal die Gläser voll, bevor ich hier sinnlos durch die Gegend renne. Wir hätten zwar Schnee zum Einschmelzen, aber pff, wenn wir schon mal da sind. Hallo, du hast Glück, dass meine Ausdauer gerade weg ist, deswegen darfst du kopflos werden. Denn ohne Ausdauer zu laufen macht einfach auf Dauer keinen Spaß. So, Goldruten haben wir auch einige mitgenommen. Sehr schön, dann können wir nämlich das Wasser gleich wieder verarbeiten. So, ich muss jetzt aber wirklich erstmal auf den schnellsten Weg. Der war voll vorbei. Beide haben wir denn überhaupt noch? 195 Bolzen. Und einiges an Federn. Also wirklich einiges. So, Gradzahl sinkt, 26 Grad, das ist okay. Jetzt, da wir im Schnee sind, wird es sowieso gleich wieder ein extremer Hunden fallen. Ah, Ressourcenstein. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit, denn, ja, das hier können wir wieder anziehen. Denn in der Nähe meines Lagers sind halt wirklich keine Steine mehr. Ich habe die alle abgebaut. Das heißt, wir müssen uns eigentlich fast in der nächsten Folge, müssen wir mal irgendwann anfangen, uns eine Mine zu graben. Allerdings, ich möchte hier nicht bleiben. Die Stadt ist mir zu klein. Die Stadt ist mir einfach zu klein. Ich muss mal schauen, in welche Richtung ich am besten mal eine neue suche. Am besten wahrscheinlich aber hier die Straße entlang. Oder die Straße hier entlang. Da dürft ihr am ehesten auf eine Stadt treffen. So, 10 Wasser. Wir können jetzt das trübe Wasser trinken. Das lohnt sich allerdings nicht. Wir haben zu Hause das gute Wasser. Alter Schwede, Gott sei Dank bluten wir nicht. Ich hab's noch gehört, wo ich das Medikit gerade rübergezogen habe. 57. Böser Zombie. Ganz böse. Immer das gleiche. Ne, das Medikit nehmen wir jetzt aber... Oh, ich habe eine Schmerz... Ah, das kostet mir noch mehr Hydration. Wir haben nur noch 10 Wasser. Das ist eine doofe Idee, eine Schmerzpille einzunehmen, die nochmal 40, also minus 40% Wasser gibt. Wäre jetzt nicht so prickelnd. Ja, schnellster Rückweg, Wasser trinken, dann sollten wir auf 110, 111 auf jeden Fall von der Wellness her kommen. Schon mal nicht ein, ist ein guter Wert. Für Tag 4. Finde ich das in Ordnung. So. Dann, Auto. Ja, wir müssen noch Autos auseinandernehmen. Ich brauche Mechanical Parts. Werden wir jetzt gleich tun. Und zwar, wir werden jetzt erstmal... Treffer. 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 Sagen wir einer, ich treffe nicht. Volltreffer. Wir werden jetzt noch schnell ein Auto mitnehmen, denn ich brauche, glaube ich, es fehlen mir noch 3... Und wir zerlegen das. Wir müssen noch 3... die ist aber auch relativ hin. Zur Zeit, dass wir eine Werkbank kriegen. Denn... Ja, ich brauche noch ungefähr 2-3 Mechanical Parts für die Werkbank. 2 haben wir im Moment nur. Wegen 20.39 Uhr. Wir schrauben jetzt noch ein bisschen an Autos rum. In der Hoffnung, dass ich wirklich was kriege. Ah, was zerlegen wir denn? Ah, komm, das schmeißen wir raus. Das schmeißen wir raus. Das schmeißen wir raus. Wenn ich jetzt hier nämlich nur irgendwie einen Motor oder sowas. Electrical Components, sowas fallen lasse. Leder ist egal, das kann ich rausschmeißen. Motor wäre jetzt noch... Motor würde ich ungern rausschmeißen. Aber nichts, die Kohle kann weg. Oh, die neuen Matronenhützen können auch weg. Mechanical Parts, 1. Ich würde eine Autobatterie nehmen. Mechanical Parts 2 ist sehr schön. Stoff. Stoff braucht keiner. Nehme ich lieber Leber mit, ehrlich gesagt. Motor. 330er Motor. Warum nicht? Besser als Stoff. Boah, Blei kann auch weg. Die 39 Stück da. Wir werden davon noch Hunderte brauchen, bis eigentlich Tausende brauchen. Das Öl ist besser. Öl kann ich beim Mittler verkaufen. So, wir müssen jetzt aber erstmal, wenn ich jetzt hier das Auto doch fertig zerlegt habe, indem ich elegant aus rumlaufe, werden wir jetzt erstmal zurückgehen zur Basis. Ich werde meinen Loot wegmachen, wegbringen, dann gehen wir noch einmal schnell nach draußen und müssen uns ganz dringend anziehen. Da hätte ich auch wieder Platz gekriegt, hätte ich mal gleich dran gedacht.
Und dann werden wir schnell noch das ein oder andere Auto zerlegen. Ich hoffe, hier irgendwo hier drüben wird noch eins stehen. Da glaube ich schon eins, oder? Könnte eins sein. Ja, ist eins. Und da noch versuchen, irgendwelche Mechanical Parts mitzunehmen. So, einmal hier alles reinwerfen. 127 Metall haben wir. Das ist jetzt nicht ganz so verkehrt. Okay. Aber wir brauchen schnell... Halt, da nicht. Hier haben wir's. Wir brauchen schnell was zu trinken. Dass die Wellness nicht versagt. Wir essen schnell noch einen Schluck. Beziehungsweise wir trinken einen Schluck und essen... Essen. So rum. So, lässt nämlich unsere Gesundheit auch wieder steigen. So, einmal noch. Wellness 110. Das würde wohl reichen. Ja, 110, das reicht. So, unsere Spitzen sind mittlerweile auch verschneit. Und dann nehmen wir hier noch das Auto mit. Auch wenn meine Ranch gleich hin ist. Aber mit der Werkbank kann ich dann notfalls... Wobei, die andere, die ich habe, die... Ich habe nur... Ah, sehr schön. Mechanical Parts 2 Stück gleich rausgekriegt. 3 Stück. Okay, es reicht auf jeden Fall für die Werkbank zum Herstellen. Ja, meine Ranch wird gleich hin sein. Vielleicht kriege ich, wenn ich Glück habe, auch beim Händler... Metall. Oder wir müssen noch das eine oder andere... Jetzt, ernsthaft? Ich habe 6 Mechanical Parts rausgekriegt aus einem komplett zerstörten Auto. Haben die das geändert? Das war früher anders. Kann man sagen, was man will. So, ich hoffe, es kommt wieder eine Zombie-Horde, sobald ich hier anfange, irgendwelche Autos zu zerlegen. Das ist ja meistens mein Problem. 2 Grad steigend. 3 Grad, sehr schön, okay. Wir werden nicht erfrieren. Klamotten reichen auf jeden Fall. So, wir nehmen noch die letzten 10 Minuten schnell. Hier nehmen wir noch das Auto noch mit. Dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen ein paar Teile raus, die wir brauchen können. Ein bisschen Metall vor allem auch. Damit ich eben meine... Jetzt ist er hin. Ja, die Ranch ist leider kaputt. Können wir denn hier noch irgendwas aufwerten? Naja, die sind schon aufgewertet. Hier sind schon alle aus Metall, oder? Da fehlen noch ein paar Spitzen. Wir bauen noch einen zweiten Graben auf jeden Fall. Ja, Spitzen fehlen noch ein paar. Hier muss dringend zugemacht werden. Ganz dringend. Machen wir einen, glaube ich, mal fast zuerst sogar. Wir werden jetzt erstmal das Zeug hier mitnehmen. Ich sortiere jetzt erstmal. Es hilft leider alles nichts. Wir müssen etwas sortieren. Das kommt raus. Das, das. Das. So, dann haben wir hier kommt das Verkaufszeug rein. Und Klamotten rein. Beziehungsweise rotes Hemd, das können wir uns anziehen. Dann kommen wir noch ein bisschen mit der Gradzahl hoch. So, dann haben wir Essen. Essen haben wir viel. Habe ich hier oben, ja. Hier oben habe ich auch Motoren reingelegt. So. Dann haben wir Motorteile. Dann haben wir Waffen. Waffen, 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 Waffen. Knochen, nee, die legen wir mit zum Essen. Noch ein Leder allerdings nicht. Dann haben wir hier Pflastersteine. Dann brauche ich... Dringend die Schmiede muss einmal an. Wir haben noch Stühle mitgenommen, oder? Wir haben Stühle mitgenommen. Ich bin mir relativ... Ja, da haben wir Stühle. So, einmal rein bitte. Dann brauche ich diese Stahlgerüste. Machen wir mal 4 Stück davon. So, dann haben wir hier etwas Clay, mal die Hälfte auf jeden Fall da rein. So, dann nehmen wir das, das. Dann haben wir, hier haben wir noch Waffenzeug. Medikamente. Das eine behalten wir mal. Im Inventar zumindest. So, das kommt noch raus, das, das. Den Grasboden, den packen wir schon mal hier hin. Das kommt noch weg und... Nee. So, dann schauen wir mal. Ne, brauche ich überall Zement für. Haben wir denn hier irgendwas, was kaputt wäre? Die werde ich auch nochmal abreißen. Hier. Ah, Zement. Schlecht. Zement haben wir noch nicht. Zementbüsche habe ich keinen gefunden, glaube ich. Ich habe zumindest keinen markiert. Dann fangen wir mal oben an. Und zwar auf dem Dach. Ist hoffentlich A, kein Zombie. B, werden wir hier anfangen, ein Beet anzulegen. Ich glaube, das sieht man... Ne, das 80 Grad passt schon. So, wichtig ist, dass ich mir jetzt hier nicht unbedingt großartig verbaue, denn ich habe nicht so viel Erde, dass ich mich 10 Mal verbauen könnte. Für ein kleines Feld hat es gereicht.
Das ganze Metall hier oben nehmen wir logischerweise auch noch mit. Das kann ich dann gleich zum Verstärken nämlich nehmen. Und das ist mir dann nicht im Weg. So, das heißt, solange wir jetzt aussauern, wir bauen jetzt hier schon das Metall ab. Allerdings, ich sehe es gerade wieder, für diese Folge war es das Ganze leider schon wieder. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge an der gleichen Stelle weiter. Werden hier Dinge anbauen und anpflanzen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr mir einen Kommentar zu der Folge da lasst. Oder wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ich sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die.